Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich möchte an meinem Mercedes Citan das Kühlwasser nachfüllen. Und wie das geht, zeige ich euch in einer neuen Folge von Jörg erklärt's. Ja, heute gibt es mal wieder was zu tun am Auto. Bei uns am Mercedes Citan ist der Kühlwasserstand gesunken. Und ich möchte diesen jetzt hier auffüllen. Ja, und da gibt es Folgendes zu beachten. Wenn das Fahrzeug noch betriebswarm ist, steht dieser Behälter hier unter Druck. Und meistens, oder ich mache es immer so, wenn ich mit dem Fahrzeug gefahren bin, lasse ich das Fahrzeug mal 10 Minuten stehen und dann öffne ich dieses Teil. Wer diese Zeit nicht hat, der nimmt sich dann ein Handtuch zur Hilfe und dreht mit dem Handtuch hier diesen Behälter auf, bis es zischt. Bei mir ist es jetzt der Motor kalt und von daher zischt es natürlich nichts. Und von daher kann ich hier diesen Deckel unversehrt hier abnehmen. Wenn der Motor nämlich heiß ist, dann kann das passieren, dass es, wenn man den Deckel sehr schnell aufdreht, dass es Kühlwasser hier herausspritzt. Drum das Handtuch drüber und dann spritzt das einem nicht voll. Ja, und bei mir hier am Fahrzeug ist ein blaues Kühlmittel verbaut hier oder eingefüllt. Und wenn wir jetzt mal hier oben schauen, na, von oben schauen wir, sehen wir da gar nichts. Aber hier von der Seite sehen wir, dass hier ein blaues Kühlmittel hier aufgefüllt wurde. Und da stellt sich natürlich für den einen oder anderen die Frage, ja, welches Kühlmittel fülle ich hier nach, rotes oder blaues? Und die Frage kann ich hier ganz einfach beantworten. Die Farbe ist nämlich absolut egal. Ja, und da werden sich viele sagen, nein, das ist überhaupt nicht egal, die Farbe. Doch, die Farbe ist egal. Es kommt auf die Freigabe von Mercedes an. In meinem Betriebsanleitung vom Fahrzeug ist die Freigabe, ist die Mercedes-Freigabe 325,5 und 326,5 gefordert. Ja, und diese Freigabe gilt es einzuhalten. Ja, und dementsprechend habe ich mir das Glycentin G40 gekauft. Link unten in der Videobeschreibung lege ich nochmal rein. Könnt ihr euch das Teil bestellen. Ja, und da schauen wir mal herein. Und da sehen wir, dass unsere Kühlerflüssigkeit jetzt rot ist. Und da sagen sich natürlich viele, rot und blau, das kann man überhaupt nicht mischen. Das geht nicht. Doch, das geht. Denn unser G40 hat von Mercedes-Benz, denn das Glycentin G40 hat von Mercedes-Benz die Freigabe 325,6 und 325,5 bekommen. Das hat sich schon eine ganze Weile und darum kann man dieses rote Mittel auch mit dem grünen Mittel vermischen. Das ist sogar von Mercedes freigegeben, dass eine Mischung möglich ist und das Kühlmittel nicht ausgetauscht werden muss. Also das ist ganz wichtig, darauf mal zu achten, dass man diese Mittel mischen kann. Auf die Freigabe kommt es an und wenn die Freigabe stimmt, dann können wir das hier auch reinkippen. Und wenn dann eine andersweitige Farbe entsteht, entweder ein Braun oder was weiß ich für eine Farbe, dann ist dem Fahrzeug das absolut egal und es ist ordentlich nachgefüllt. So, wir haben ja an unserem Ausgleichsbehälter eine Anzeige minimal und maximal und bei kaltem Motor sollte dieser Füllstand, den wir jetzt nachfüllen werden, in der Mitte zwischen minimal und maximal liegen. Sollte der Motor warm Betriebszustand haben, kann die Markierung auch 1,5 cm über maximal liegen. Also darauf ist ganz wichtig zu achten. Bei mir ist es ein kalter Motor und von daher fülle ich jetzt das Kühlmittel auf, bis der Mittelpunkt hier erreicht ist. So, jetzt füllen wir unser Mittel mal ein hier. So, und da sehen wir schon mal, wie sich die beiden Flüssigkeiten hier gegeneinander vermischen. Hier, zack. So, jetzt geht das noch ein bisschen runter. Und ich würde sagen, in diesem Zustand können wir es hier belassen. So, ich habe jetzt meine Kühlflüssigkeit nachgefüllt. Also
in der Hälfte zwischen Minimal und Maximal soll der Stand sein. Und jetzt schraube ich meinen Deckel wieder drauf. Und damit ist das Nachfüllen des Kühlmittels hier abgeschlossen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal weiterhelfen, wie einfach das ist hier, so ein Kühlmittel nachzufüllen. Geht ganz einfach, alles kein Hexenwerk. Und wir sehen uns in einer neuen Folge wieder, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt's.